Wisst ihr, was immer das Allerschlimmste an solchen Videos ist oder besser gesagt an solchen YouTubern? Es gibt Menschen da draußen, die machen Kanäle auf und wollen einfach anderen Menschen Hoffnung machen, die selber vielleicht gerade so eine schlimme Krankheit haben, dass man niemals aufgeben sollte, dass man weiterhin Spaß am Leben haben sollte, dass man sich von der Krankheit nicht einnehmen lassen sollte. Und dann gibt's Leute, die mit so einer Krankheit eine Reichweite aufbauen. Das ist für jeden, der wirklich an so einer Krankheit erkrankt ist, eine absolute Klatsche. Eine absolute Klatsche. Und ich weiß jetzt schon, es gibt bestimmt wieder Leute, oh ja, der meinte das doch nicht so, das war eine Scheißaktion. Ich kann's nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Kannst du dir vorstellen, du bist so ein Trottel, dass gleich in 5 Sunny V2-Videos vorkommst? Und ich würde mich nicht wundern, wenn es noch 5 weitere wären mit den Lore um den Typen, die fährt ordentlich rein. Die Rede ist natürlich vom Boogie2988, der absolute Legende im Internet, aber für die komplett wrongen Reasons, würde ich jetzt mal verdenglischen und sowas. Falls ihr den Typen nicht kennt, hier der kurze Hinweis. Schaltet ab! Ein absolutes Urgestein ist aber trotzdem. Ich meine, er hat seinen Kanal 2006 hier auf YouTube erstellt und da auch schon die ersten Videos hochgeladen. Bruder, 2006. Und die ersten Jahre hat er auf jeden Fall sein Content nicht großartig verändert. Er hat eigentlich nur so entweder so Gameplay oder so Real-Life-Stories hochgeladen. Jetzt nicht mit der besten Qualität, aber ich meine, wir sprechen hier von einer Zeit, ja, da ist der durchschnittliche Alpha-Kevin-Zuschauer noch nicht gespawnt. Aber es hat auf jeden Fall gepasst, so. Gerade für damalige Verhältnisse, da gab es auch nicht viele Creator und sowas auf der Plattform und er hat wirklich viele Videos gerendert und hochgeladen, ne? Und ich meine, mit der Zeit erreichst du dann natürlich auch viele Leute und das... Rendern macht der PC. Gut, das Einzige, was du wirklich selber machen musst, ist hochladen, aber Rendern macht der PC. Bedeutet nicht immer was Gutes. Er hat zum Beispiel oft sein Gewicht thematisiert. Na, zu einem Zeitpunkt, zum schwersten Zeitpunkt, war er bei ungefähr 260 Kilogramm, was schon ordentlich ist. Und er hat sich einen Magen-Bypass unterzogen. Ihr müsst euch das so vorstellen, da ist im Prinzip hier so, ist der Magen, okay, und man geht her und man sagt, naja, okay, Ich liege jetzt einfach mal was von mir. Ich bin, was Magen-Bypass angeht, weil ich weiß, es gibt viele auf bestimmten Plattformen wie TikTok, die machen damit auch Werbung und sagen, ey, macht das auch und sowas. Ihr werdet damit die ersten Erfolge irgendwann haben. Also, ich verstehe es, wenn man das macht, weil man Probleme hat wegen seinen Hormonen oder weil man vielleicht Probleme hat mit seiner Schilddrüse. Ich glaube, bei einer Überfunktion ist es so, dass der Körper kaum noch Fett abbaut. Dass egal, was man isst, das legt sich sofort an. Dann finde ich das in Ordnung. Aber die Leute, die einfach jeden Tag sich 30, 40 Burger reinrendern, jeden Tag sich dann noch abends einen Döner holen, finde ich ein bisschen schwierig. Also da würde ich zu solchen Leuten eher sagen, ja, bevor du einen Magen-Bypass machst, änder doch vielleicht erstmal deine Ernährung. Änder doch einfach mal deine Ernährung und du wirst merken, du wirst von selber Kilos verlieren. Scheißen wir halt auf den Teil, ne? Den skippen wir einfach und sowas und das funktioniert aus irgendeinem Grund. Medizin, oder? Ich werde es nie verstehen. Eine Magenverkleinerung ist ein lebensverändernder Eingriff für stark übergewichtige Personen. Nicht nur für den Körper, sondern auch für die Partnerschaft haben schwedische Forscher bei der Auswertung der Daten von 2 großen Kohortenstudien festgestellt. So stieg nach der bariatrischen OP bei den Patienten die Scheidungs- und Trennungsrate gegenüber jenen adipösen Patienten, die herkömmlich behandelt wurden, und zwar deutlich um 28%. Daten aus einer weiteren Studie, bei denen knapp 30.000 adipöse Patienten einen Magenbypass erhielten, zeigten, dass die Trennungsrate gegenüber der Normalbevölkerung sogar um 41% stieg. Also scheißt du in der Regel nicht nur auf einen Teil von deinem Magen, sondern auch auf deine Beziehung. Na, eine Studie des Scandinavian Obesity Surgery Registry hat tatsächlich auch rausgefunden, ich wollte das nicht noch einmal sagen. Scandinavian Obesity Surgery Registry hat tatsächlich auch herausgefunden, dass... Gesundheit, ich werde das jetzt nicht vorlesen. Es wird bei mir noch schlimmer. Wenn du in diese OP reingehst, dann hast du danach eine höhere Wahrscheinlichkeit, fast doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, eine feste Partnerschaft einzugehen. Fun Fact. Das sind dann vor allem die psychologischen Veränderungen, die so einen Gewichtsverlust eben mit sich... Du hast aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine feste Partnerschaft vielleicht fürs Leben zu bekommen, wenn du zeigst, ey, das war meine Schuld, ich bin so übergewichtig geworden, weil meine Ernährung scheiße war, ich werde jetzt meine Ernährung umstellen, ich werde Sport betreiben, ich werde einen gesunden Lebensstil erreichen und werde abnehmen. Und dann wirst du auch eine Frau oder einen Mann deines Lebens finden.
der, also, ja. Bringt. Und Boogie hat in den ersten sechs Monaten, beziehungsweise kurz vor der OP, hat man schon ein bisschen Gewicht verlieren müssen und sowas, aber halt in den ersten 6 Monaten hat er um die 70 Kilogramm verloren. And some people say, Boogie, surgery is cheating, surgery is the easy way out. I can only eat small amounts of food. Sieht ein bisschen aus wie Kommander Krieger. Vomit. I could very well end up killing myself. And the constipation, and the intestinal bleeding, the hair loss, the physical pain, the dehydration, and the sleepless nights, and the just the agony. I mean, I don't feel like it was the easy way out. If I had the mental fortitude to do it the natural way, I feel like that would have been a lot easier. Nachdem im ersten Moment bei ihm noch alles gut war, hat er sich dann auch in weiterer Folge von seiner Frau getrennt, was für viele Leute ein bisschen so der Startpunkt von diesem Absturz, den er hatte, war. Tatsächlich hat er aber schon viel früher angefangen, weil wenn man wirklich sehr, ich sag's mal, ungefiltert alles ins Internet bläst, was man eben denkt oder sowas, dann kann es passieren, dass eine Person, und das ist in dem Fall eben passiert, als eine Person herkommt und all die schlechten Sachen über dich sammelt, die jemals du von dir gegeben hast. Und das ist eben 2019 gewesen. Das war ein 5-seitiges Dokument mit über 5000 Wörtern und 70 verschiedenen Links und sowas von allen möglichen Begebenheiten, wo Boogie sich irgendwie abwegig verhalten hat. Ich wünschte, ich hätte so viel Zeit an meinen Händen. Das hat angefangen bei einfachen Tweets über die gleiche Was macht der Typ so privat? Also hat er nichts zu tun oder muss er nicht kochen? Muss er sich nicht um seinen Haushalt kümmern? Ich glaube, jeder hat schon mal was gesagt, wo er am Ende so denkt, ja, nee, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen. Ich finde es richtig, dass man seine Meinung sagt, ne? Aber, jetzt kommt aber ein großer Aber, man sollte einfach nicht alles sagen. Wenn man eine bestimmte Meinung hat, zu einer bestimmten Partei zum Beispiel, dann ja, behalte von mir aus die Meinung für dich und sag die nie unbedingt ungefiltert einfach jetzt hier auf YouTube. Weil wenn du dich mit der Partei, mit der Struktur gar nicht auskennst und vor allen Dingen gar nicht auskennst, für was die Partei wirklich steht. Ich will jetzt auf keine Partei hier eingehen oder sonst irgendwas, aber es gilt ja auch für andere Lebensbereiche, ne? Also man sollte halt ganz genau aufpassen, was man sagt. Ich merke es bei mir auch immer wieder, dass ich zum Beispiel auch gerne mal so Witze mache, ne? Mit meiner Freundin zusammen über meine Freundin macht gerne Witze über mich. Ist halt unser Humor, ist halt unsere Beziehung, wir ärgern uns halt übelst gerne, aber da gibt's halt unfassbar viele, die so meinen, wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sag, keine Ahnung, die hat jetzt, Beispiel, die hätte jetzt eine Lebensversicherung auf ihren Namen und die Lebensversicherung würde ich dann bekommen, dass ich wirklich meine Frau dann, ne, um die Ecke bringen will. Krank. Einfach nur krank, sowas. Er ist zwar dafür, aber es mache ich doch nicht, besser, also, wenn man bitte. Einfach gar macht nichts macht, dann jemand es anders. Könnte sein, dass man protestiert und dass man dann von irgendjemandem angegriffen wird oder so. Oder einem Tweet über einen Fortnite-Streamer, der seine Frau geschlagen hat, nachdem sie ihn verbal angegriffen hat und mit Sachen beworfen hat, vor den Kindern, was to be fair auch nicht gerade gesund klingt. Aber sein Fazit war, man sollte beide hängen. Bis hin zu Clips mit eher merkwürdigen Aussagen. Boah, Alter. That's a lot of money, I guess, for a person of color, or is it not? I don't know. The Holocaust is horrible. Absolutely horrible. But some good came out of it. Aber je länger du dir den Post reinhaltest, desto mehr... Okay, ja gut, also, okay, da muss ich nochmal ganz kurz meine Aussage komplett revidieren. Wenn man, ich sag mal, so ein Gedankengut in seinem Kopf hat, dann sollte man am besten gar nichts sagen. Dann sollte man am besten doch lieber die Fresse halten, ne? Also, dass es so schlimm wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt einfach, dass er einfach mal so Sätze gesagt hat, ne, die ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden sind oder wo die Menschen eh wissen, dass es ein Spaß war, aber okay, gut. Dann sollte man wirklich die Fresse halten. Ja, Sachen kommst du wirklich drauf. Das ist ja auch nicht mehr irgendwie chronologisch geordnet oder so. Oh, was ist schlimm, was ist weniger schlimm, sondern es ist einfach mittendrin, ah, hier, ja, der hat da mal, keine Ahnung, einen Cheeseburger auf dem Boden kaut und so, hier Umweltverschmutzung und dann hat er ein Kind umgebracht. Nein, er hat kein Kind umgebracht, weißt du. Es ging zum Beispiel um eine Frau namens Lucy, die mehr oder weniger mit ihm zusammen war und auch teilweise bei ihm gewohnt hat und so für ein paar Wochen oder Monate. Ich habe das nicht so genau rausfinden können. Und auf jeden Fall war die Beziehung sehr einseitig. Also es ging mehr von ihm aus, dass seine Probleme wichtig waren, aber immer wenn sie irgendwelche Probleme hatte, war ihm das eigentlich scheißegal. And I was pretty much taking care of him every day. It would turn into an argument every time I tried to leave. Why are you trying to leave me? You know I need somebody right now. Blah 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 blah. It got to the point where every night I'd go home in tears. You know, you're not here enough. You're just... Ja, da kann ich gleich sagen, es ging ja definitiv nicht um die Liebe, um die Partnerschaft. Es ging einfach nur so ein bisschen darum, dass er nicht alleine ist.
dass er vielleicht sogar eine Partnerin hat, die sich komplett um ihn kümmert, weil er ist ja der Arme, er hat ja die meisten Probleme. Und das ist in meinen Augen, wie sagt man das heutzutage, eine toxische Beziehung. Und da sollte man definitiv ganz schnell als Partner, wenn man merkt, dass man als Partner in der Beziehung nie ernst genommen wird, wenn man merkt, dass man als Partner irgendwie, nie ernst genommen wird, dann sollte man definitiv die Beziehung dann ganz schnell canceln. Fucking annoying and you just don't want to listen to me, blah, 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 blah. You don't mean shit to me, you don't mean shit, you're just a fucking piece of shit. Okay, well, thanks. Das Problem war vor allem, dass er nicht mal nicht drauf eingegangen ist oder so oder sich für irgendwelche Sachen entschuldigt hat, sondern er hat wirklich jede Gelegenheit aus diesem Reddit-Thread rausgesaugt, um da irgendwie sich selber wieder als Opfer zu positionieren. Das hat auch gut funktioniert eine Zeit lang, weil ich meine, er ist ja dieser bisschen übergewichtige, nette, freundliche Gamer und sowas, den halt viele Leute schon seit Jahren kennen und sowas, und da haben halt auch viele mit ihm sympathisiert, zumindest für einen Teil, na, bis du dir das halt dann wirklich komplett durchgelesen hast und so. Hallo, du dachtest... Lol. Oh, ich dachte jetzt gerade, was ist denn jetzt los? Alter, ich dachte... jetzt hast du mich aber erwischt, ne? Also, ich muss sagen, ich bin bei 1&1 und bin wirklich zufrieden. Ich hatte noch keinen Internetausfall, also noch keinen gravierenden, wenn mal so ein paar Minuten. Bei Vodafone war es ein bisschen anders, ne? Da bist du mal froh, wenn du mal einen ganzen Monat mal einen Tag hast ohne Internetausfall. Das ist wahrscheinlich dein Internet spinnt. Aber ich glaube, ja, ich spinne. Ich habe drei wirklich exklusive Holy Drachenzungen, Holy X-Hitches Drachenzungen Boxen der Todes mitgebracht. Zum Verlosen. Darin befindlich ein Tab Holy X-Hitches Drachenzungen, ne? Obviously. Ein Shaker, zwei Packungen Süßigkeiten und ein paar Sticker. Die werden dann unter allen Bestellungen, die bis zum 31.07. getätigt werden, über meine zwei Codes ausgelost. Und es gibt guten Grund zu bestellen, meine Freunde. Denn halte dich fest, vor genau einer Stunde sind einfach drei neue Geschmäcker gedroppt von Holy Hydrations. Und zwar Sour Cherry, Coconut und Ananas. Okay, Pineapple the Fruit Dude. Brauchst ja nicht mal mehr erwähnen, ja. Kennst du euch ja alle schon aus. Aber alle Sorten sind tatsächlich vegan, schwerst kalorienarm. Also wir reden hier von ungefähr 20 Kalorien auf so einen Amigo auf 500 Milliliter und frei von zugesetztem Zucker. Das ist wichtig, weil Zucker ist schlecht für dich. Wie gesagt, fürs Gewinnspiel gelten beide Codes, also falls ihr am Nachbestellen seid, gerne mit dem Code. Dann sagt das mal den Leuten in den 80ern, ne? Also da gab's Werbung hier, Zucker ist Energie, Zucker ist gut für die Kinder, Kinder brauchen Zucker, um besser in der Schule aufzupassen. Also da war's ein bisschen anders, ne? Also ich lebe auch noch in den 80ern, deshalb ernähre ich mich so scheiße, ne? In den 80ern war alles besser. Ne? Da war Zucker noch, ein Heilmittel. Kaiser 10, 10% Sager, beim Scheißzeiten. Wenn du zum ersten Mal bestellst, ist es sehr, sehr wichtig. Ich würde fast schon sagen, essentiell, dass du den Code Kaiser verwendest. Der spart dir nämlich 5 Euro. Das macht sich auf jeden Fall bezahlt bei den Probierboxen, Probierpaketen oder auch generell, wenn du einen so einen Tab gönnst. Das heißt, die Gewinner werden dann informiert und ich poste auch nochmal auf Instagram zur Sicherheit, falls irgendwer keine Streams schaut oder so. Schaut's im Stream vorbei. So, weiter mit dem Video. Und er hat auch viele Leute gehabt, die ihn zum Beispiel auf Patreon unterstützt haben. Das heißt, es wird auch einen monetären Aspekt gehabt haben. Und das war für ihn immer ein sehr wichtiger Teil von seinem Beruf, denn er hat zum Beispiel einmal aus heiterem Himmel geixt hat er. Ich habe gerade eben echt einen Tesla gekauft. Das ist mein allererstes Auto. Ich zittere, weil ich so aufgeregt bin. Mitbewohner, du hast was gekauft? Ich Tesla. Als Zuschauer bist du eigentlich davon ausgegangen, dass Boogie jetzt nicht gerade sehr viel Geld hat oder so, weil ich meine, er sitzt immer in diesem kleinen Raum, wo er seine YouTube-Videos drin macht und er hat halt irgendwie immer die gleichen 5 T-Shirts an oder so. Was nicht verwerflich ist. Naja, das habe ich auch. Ne? Das, die Leute denken, dass ich nur ein T-Shirt habe. Das Problem ist, allein nur das Tanktop, ne? Das Tanktop hier, habe ich 5-mal. Das ist kein Witz. Habe ich wirklich 5-mal in meinen Schrank. Und dann habe ich noch ein weißes davon, das habe ich auch 3-mal. Ja, das ist immer ein anderes, aber die sehen alle bei mir gleich aus. Also hat einer geschrieben, meintest du nicht, dass du nicht so viel Geld verdienst? Und er meinte nur, ich kann mir die Kraxen easy leisten, du Dalaun. Ich hab vergessen, dass ich mein Skript geschrieben habe. Zumindest bis er dann sage und schreibe, einen Tag später draufgekommen ist, dass dieser Tesla vielleicht doch die ein oder andere breitere Münze beansprucht, als er bereit war zu blechen. Und am nächsten Tag, wie gesagt, hat er gepostet. Sitze hier und realisiere, dass ich ein Auto gekauft habe, das ich mir kaum leisten kann. Ja, ich weiß nicht genau, was er sich erwartet hat. Ich glaube, dass die Leute halt sympathisieren mit ihm. So, oh je, nein, kann ich mal... Einsicht ist der Weg zur Verbesserung, ne? Das Ding hat 90.000 Euro gekostet oder 90.000 Dollar oder sowas. Also hat er den Spieß ganz einfach umgedreht, als er dann
Backlash bekommen hat, so im Sinne von, yo, what the fuck, du hast es halt selber verschuldet. Der Plan war es jetzt nämlich, die Leute zu gaslighten und zu sagen, yo, ich habe ja nie einen Tesla gekauft, hä? Ich dachte, du hast dir den Tesla schon gekauft. Nein. Nein. Ich habe eine Probe gefahren und eine Anzahlung hinterlegt. Vielleicht hole ich ihn mir noch. Vielleicht auch nicht. Das entscheide ich nach der VidCon. Ich glaube, die Verwirrung kommt daher, dass Leute denken, eine Anzahlung heißt, dass du schon einen Vertrag unterschrieben hast. Das ist keine Verwirrung. Das sind Leute, die absichtlich falsche Tatsachen behaupten, damit sie in ihr Narrativ passen. Bruder, hast du dir den Tesla gekauft oder nicht? Das Ding mit dem Geld bei Boogie ist, das war anscheinend immer schon so ein größeres Problem für ihn. Er hat das nicht wirklich so gut managen können und so, bis er dann 2021 ein Video gepostet hat mit dem Titel Ich bin reich! I did something very stupid that I do not recommend anyone else ever do. I basically took every dime I had in liquid funds and invested it in a huge gamble. But I invested all the way back here, and yeah, that's where we currently are with that market. So to say that I doubled my money is an understatement. In fact, I did more than that. Die Rede war hier, wie sie später herausgestellt hat, von ungefähr 750.000 US-Dollar. Und ich muss niemandem erzählen, weißt du, wie Krypto funktioniert. Du steckst dein Geld rein, dann steigt der Preis und dann verkaufst du wieder, okay? Das ist eh im Prinzip. Boogie hat das nicht so gemacht. Er hat stattdessen am Peak ein Video gepostet, eben, yo, was geht ab, Freunde? By the way, ich bin jetzt reich. Hat dann nie seine Kryptos verkauft und ist am Ende mit 175.000 Dollar ausgestiegen. Also ungefähr das Geld, womit er auch reingegangen ist. Ich schätze mal, er wird in der Zwischenzeit so gelebt haben, als wäre er rich, rich, weißt? Tatsächlich hatte YouTuber Mike Klamm letztes Jahr eine komplette Dokumentation auf YouTube über Boogies Leben nach dem Fame geredet und seine Finanzen so ein wenig beleuchtet. Und er hatte einfach monatliche Kosten in Höhe von ca. 7.000 US-Dollar. Das meiste von seinem Geld hat er für Prostituierte und unnötigen Scheißen. Das sind monatliche Kosten, ne? Also einfach mal so. So Kosten, also ich nenne die jetzt einfach mal Fixkosten. Es gibt da Menschen, die haben Fixkosten, weil sie noch nebenbei in Laufhäuser reingehen. Ne? Das ist dann einfach, das rechnen die als Fixkosten rein. Ich habe ja schon hohe Kosten, aber es liegt nicht dran, dass ich hier ein schönes, tolles Leben führe, sondern einfach nur, weil alles hier steigt. Hier Strom steigt. Miete steigt gefühlt jedes Jahr 300 Euro mehr, Strom jedes Jahr 300 Euro mehr, der Gehalt sinkt aber, ne, weil Steuern steigen, also die steigen auch, aber dafür sinkt dann mein Gehalt, also, das sind Zahlen, du, die kenne ich gar nicht, die kenne ich nicht. Sowas ausgegeben und ich glaube, er ist wirklich so an dem Punkt angekommen, wo er sagt, naja, okay, es wird sich eh niemals ändern und er hat schon längst aufgegeben und sowas und das mit dem Krypto, das war halt einmal ein Glücksgriff, den er dann nicht mal wahrgenommen hat oder sowas. Der hat sein Geld vervierfacht, war fast Millionär und hat dann einfach nicht ausbezahlt, weil er so greedy war. Und das hat man auch gesehen bei einem Jobinterview, wo der Dokumentarist mitgegangen ist und Boogie hat sich wirklich größte Mühe gegeben, den Job zu bekommen. I did work at a small gaming store back in 2006, 2007. I am disabled. The downside of that is I am extremely depressed. So there's some mental health issues that we bring to the table. And then physically, I am morbidly obese. I have no references, no work history, and no education. And when you Google my name, you might see rumors that I beat my ex-wife and I'm also a pedophile. Should mention I'm also a felon. Letzte Option, Politiker. Schau, es fehlt offensichtlich. Alles klar, also es gibt über ihn Gerüchte. Dass er das und das ist und dass er das und das getan hat und am Ende sagt er, ich bin vorbestraft. Okay, also ich weiß ja nicht, wieso er vorbestraft ist. Das sollte man vielleicht auch erwähnen, weil da könnte man denken, jetzt als Zuschauer, vielleicht bist du ja vorbestraft wegen diesen Gerüchten. Might see rumors that I beat my ex-wife and I'm also a pedophile. Should mention I'm also a felon. Letzte Option, Politiker. Schau, es fehlt offensichtlich das Oberst. Okay, wir brauchen Cash und mit 2000 Dollar kommst du nicht weit im Monat, wenn du die letzten drei Jahre ungefähr, keine Ahnung, knapp 57.000 Dollar oder sowas angezündet hast. Deswegen hat er sich gedacht, okay, er probiert es mit Plan B. Krypto. Scams. Er hat praktisch 10.000 US-Dollar dafür bekommen, einen Shitcoin namens Fattycoin zu bewerben. Das bedeutet ganz einfach, er macht Werbung dafür, alle möglichen Leute steigen ein, weil sie denken, oh, keine Ahnung, Boogie, der hat ja viel Geld mit Kryptos damals gemacht und so weiter und so fort. Der pumpt extrem in die Höhe, weil alle Leute investieren. Der Typ, der den Coin erstellt hat, nimmt sich all das Cash und dippt und ja, alle sind gescammt worden. Der Klassiker. Ja. Aber er hat auch...
Das ist fast ein Elon Musk Move, ne? Elon Musk sagt hier auf Twitter, jo, alles klar, ich finde Dogecoin total toll, ich werde da investieren. Was passiert mit Deutschland? Geht hoch. Einfach so, bam, und dann haben die Leute Geld verdient. Hier versucht ja, die Verantwortung wieder von sich zu nehmen, indem er zuerst gesagt hat, naja, es war ja nur ein Joke. Es war nur ein Joke. Ich meine, wer investiert ja wirklich in sowas? Er wollte eigentlich nur große Millionäre, die da das große Geld wittern, die wollte da quasi scammen und so, weil das dann irgendwie okay ist. Und später in einem Interview mit CoffeeZilla hat er sogar zugegeben, dass das nicht korrekt war, dass er das wusste, dass er das nicht machen dürfte, aber er braucht das Geld trotzdem unbedingt, weil er Krebs hat. Das ist aus mehreren Gründen spannend, weil er zum einen wieder die moralische Episode fährt und sich denkt, naja, niemand, der da sein Geld verloren hat, der wird das wirklich gebraucht haben oder so, aber er hat das Geld unbedingt gebraucht und deswegen ist es irgendwie in Ordnung. Ich habe da investiert, danke dafür. 2022 ein Video gepostet hat, in dem er meinte, dass er Krebs hat und das würde auch erstmal niemand so anzweifeln oder so, weil ich meine, warum auch? Aber wenn man schon seine Krebsdiagnose für so etwas quasi verwendet oder als Ausrede nimmt, dann ist es klar, dass Leute darauf aufmerksam werden und das ist in dem Fall auch mit dem YouTuber, Streamer, was denn jetzt, politischen Bre Destiny passiert. Vielleicht kennt ihr den, der schaut ein bisschen aus wie Rezo, weil er mal blaue Haare gehabt hat. Did the doctor ever tell you or did he ever say the word cancer? He said polycythemia vera, which is a form of cancer, as he explained it to me. You are faking your cancer diagnosis, Boogie. Why does he order a bone marrow biopsy to confirm it? Well, if he ordered a bone marrow biopsy to confirm it, it would be weird that you told us that you already had a diagnosis and a confirmation. An dem Punkt hat die Story so ein bisschen begonnen zu bröckeln, weil ich meine, er hat die Diagnose schon seit 1,5 Jahren, aber jetzt machen sie immer noch Tests, um zu schauen, ob er es wirklich hat. Und ich glaube, das ist ihm dann auch selber aufgefallen, weil er hat dann später einfach so eine Art Rückzieher gemacht und gesagt, naja, sie machen immer noch Tests, weil es könnte ja auch sein, dass der Arzt das irgendwie gefaked hat. Next time you see your doctor. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe mal, könnt ihr bei meinen Real-Life-Stories sehen, bei mir war es genau andersrum. Ich hatte halt was, einen Knoten, ne? Und ich dachte halt, okay, das wird bestimmt irgendwas ein gutartiger Tumor sein, der da gerade wächst, der aber da nicht hingehört, der aber ein bisschen wehtut. Und ich bin zu meinem Arzt gegangen und er hat es mir damals gesagt. Und die anderen Ärzte haben es mir auch gesagt, bevor sie überhaupt eine Biopsie hatten, bevor sie überhaupt bestätigt haben, wollten die ja mit mir alles direkt gleich machen. Ne? Also die hatten noch keine Bestätigung, ob es gutartig oder bösartig war. Ne? Und das war für mich, also das war für mich die Hölle. Nee, wenn man schon gesagt bekommt, ja, das wird definitiv Krebs sein, das ist für einen übelst die Hölle. Man wünscht sich, und ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Video zu machen, ja, mein Arzt hat heute gesagt, das ist definitiv Krebs und ja, ich habe Krebs. Also ich würde nie auf die Idee kommen, niemals auf die Idee kommen. Ich hab die ganze Zeit gewartet, habe geguckt, ich habe die ganzen Untersuchungen durchgeführt, auch wenn ich mich am Anfang so ein bisschen gesträubt habe, also weil ich... Ja, mit den Untersuchungen, ich sollte die früher machen, ich habe sie halt nicht früher gemacht, weil wenn dir alle Ärzte irgendwie sagen, das wird definitiv das und das sein, da hat man schon ein bisschen Angst, dass man das dann schwarz auf weiß bekommt, dass es dann wirklich die Beschädigung ist, dass es Krebs ist. Ich habe es dann aber gemacht und dann hat sich das zum Glück dann doch nicht bestätigt. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, ohne irgendwie schwarz auf weiß was auf dem Papier zu haben, zu sagen, ey, pass auf, ich habe Krebs. Also das ist doch eine Klatsche für jeden da draußen, der wirklich an der Krankheit erkrankt ist. Und mein Stiefvater ist es und ich weiß, wie unfassbar schlimm so eine Krankheit sich entwickeln kann und wie unfassbar schlimm das auch für Angehörige ist, wie unfassbar schlimm das für einen selber auch ist. Aber ich würde ohne Bestätigung niemals auf die Idee kommen zu sagen, ey, ich habe das und das, aber in einem halben Jahr wird erst eine Biopsie gemacht. You just come out and say, do I have cancer? Also man muss dazu sagen, okay, vielleicht hat er das in dem Moment vielleicht gemacht, weil wie schon gesagt, ich hatte ja in dem Moment dann vielleicht auch ein bisschen so das Gefühl, ja, wenn das alle sagen, wird das schon stimmen. Das kann natürlich sein, aber dann sollte man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein mit seinen Aussagen und vielleicht das ganz anders, ja, wenn man eine Community hat, wenn man Zuschauer hat, das ganz anders vermitteln, zu sagen, ey, es gibt's bei mir einen Verdacht, der sich aber noch nicht bestätigt hat und nicht sagen, ja, ich hab's. Well, no. Is that possible? I guess that's possible. Well, I'm saying I do have cancer and know it is very unlikely, but I guess it's possible my doctor could be a
fucking quack. I guess it's possible he's been lying to me for clout. Für Clout? Jo Leute, es ist offiziell, ja, ich habe Krebs. Also vielleicht, ne, kann ja auch sein, dass der Marvin irgendwie einen Prank macht. Pass auf, nachdem das jetzt wirklich ein größeres Thema ist, ja, Boogie ist kein kleiner Creator oder so. Ich glaube, er hat teilweise 4 Millionen Abonnenten auf YouTube und mehrere Leute sind darauf aufmerksam geworden. Und insgesamt haben verschiedene YouTuber einen fetten Prize-Pool, kann man quasi sagen, von $80,000 aufgestellt, wenn Boogie denn einfach den Zettel erst zeigen würde, wo drauf steht, hallo, ich habe Krebs. Er muss jetzt auch nicht mal zeigen, bei welchem Arzt er ist oder so, sondern er könnte das einfach einem Dritten geben, der das quasi verifiziert, na, keine Ahnung, irgendeinem anderen YouTuber oder Destiny oder sonst wem, er es verifiziert, jo, das ist tatsächlich echt, dann geben sie ihm die $80,000 und gut ist, das würde er direkt annehmen. Boogie hat sich allerdings geweigert, das zu machen, weil er eben meinte, das wäre zu privat für ihn und das ergibt nicht wirklich Sinn bei jemandem, der eine einstündige Dokumentation darüber hat drehen lassen, wie scheiße sein Leben ist. You realize, wait a second, everything he says is depressing. Everything he says is like the saddest shit I've ever heard. Und vor ein paar Tagen ist dann das passiert, was viele schon vermutet haben. Und zwar ist in einem Live-Talk mit Destiny und Keemstar, was für eine Kombination, Boogie auf die Idee gekommen zu erzählen, naja, er hat da vielleicht ein bisschen mehr reininterpretiert, als er hätte sollen. Ich spiele zuerst den Clip ab und ich erzähle euch dann, was das alles bedeutet. Das Schlimme ist, ich glaube denen das einfach gar nicht, ne? Ich glaube einfach, da wollte Mitleidsbahne abholen, ne? Also ich glaube denen das nicht. Also wäre das jetzt ein ganz anderer YouTuber, so der sich noch nie Scheiße erlaubt hat, so dann oder allgemein, es muss ja kein YouTuber sein, aber wäre das ein ganz anderer Mensch, der vorher nie Scheiße gebaut hat, der einfach nur in dem Moment Angst hatte und vielleicht von den Ärzten eingeprügelt bekommen hat, ja, das wird das definitiv sein, wir machen noch eine Biopsie für die Bestätigung, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und wir müssen gucken, wie wir die Therapie jetzt weitermachen. Dann kann ich das verstehen, aber ein Mensch, der schon in der Vergangenheit extrem viel Scheiße getan hat, wirklich viel Scheiße gebaut hat, weiß ich nicht. Also da ist dann mein Vertrauen dann irgendwie auch kaputt. Zumindest bei mir. Ist ein bisschen kompliziert. In the video told by my doctor that I have polycythemia vera and we're treating you for polycythemia vera. He might have uttered those words maybe. He might, I know, I'm sure he said polycythemia maybe. He might have even said polycythemia vera. He never told you that you had cancer though. That's fair. That's true. I had to Google that. Okay, yes. Which is what we thought. Oh my That's God. That's what we thought in the beginning. He probably told you that you have an elevation of everything. You have polycythemia. You probably Googled that, but he never said cancer. He never said cancer. Also, soweit ich das verstanden habe, war Boogie beim Arzt bei einer Untersuchung und der hat ihm gesagt, yo, ich vermute bei Ihnen eine Polyglobulie, aka eine Poly, wie haben die das ausgesprochen? Polycythemia? Das ist eine Erkrankung, bei der du eine erhöhte Anzahl an roten Blutkörperchen entwickelst, die eigentlich fucking useless sind. Das ist aber kein Krebs, sondern nur der übergeordnete Begriff für diese Symptome, ne? Das mit den roten Blutkörperchen. Es könnte also sein, dass er in weiterer Folge dann doch noch an Krebs erkrankt, allerdings hatte er nie diese Diagnose, weil es kommt ja auch darauf an, aus was für einem Grund passiert das bei dir und wie verhält sich das mit deinem Körper. Und was er wahrscheinlich gemacht hat, ist nach dem Arztbesuch nach Hause zu kommen, sich hinzusetzen, Polyglobulie zu googeln und dann direkt das Wort Krebs zu sehen und sich zu denken, ah, jetzt ist es soweit. Dann hat er das... Googeln ist immer eine gute Idee, ne? Also es ist wirklich, ich hatte mal einen Husten, Halsschmerzen und ich hatte das erste Mal irgendwelche rote Flecke, hatte ich so noch nie und das habe ich gegoogelt und tot, ne? Also ich wäre jetzt heute tot, ne? Also googeln ist immer eine sehr, sehr gute Idee, ne? Also hätte ich Google nie, dann würde es mir besser gehen. Da würde es mir definitiv besser gehen, ne? Also googelt niemals eure Symptome, weil ihr seid am nächsten Tag tot, ne? Also das kann ich euch jetzt schon sagen, Diagnose ist, ihr werdet sterben. Egal was ihr habt, selbst wenn ihr euch einen Schiefer eingefroren habt, ne? Also so ein Holzsplitter, seid ihr tot. Vorbei. Krebsvideo erstellt und gepostet und das dann als Ausrede für seinen $10,000 Krypto-Scheißdreck-Scam zu nehmen. Aber ich glaube, ich brauche euch nicht erzählen, dass das extrem tasteless war und dass es halt viele Menschen auch angepisst hat und ich meine, what the fuck ist das für... Ich meine, als ob du so vom Arzt nach Hause kommst und er dir nicht sagt, dass du Krebs hast, so das wäre irgendwie schon eine gute Information. Freunde, was sagt ihr zu Boogie? Findet ihr diesen toller Typ oder irgendwie doch nicht so? Gebt mir auf jeden Fall gerne einen Like, falls euch das Video gefallen Super hat. Falls toller nicht, dann Typ. Gebt mir auch einen Like, weil das sagt mir vieles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.
Das Schlimme ist, der wird trotzdem jetzt mehr als genug Leute haben, die den weiterhin unterstützen und sagen, ja, du hast jetzt das gemacht, du bist vorbestraft, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das, aber ist ja nicht so schlimm so, du willst dich ja gerade ändern. So, nein, solche Menschen ändern sich zu 85.000% nicht. Der wird wieder in den nächsten Jahren wieder irgendwas machen, weil er vielleicht gerade Geld braucht oder weil der einfach Mitleidsbahne braucht, also weil er einfach Aufmerksamkeit braucht oder weil es bei ihm einfach gerade nicht funktioniert. Und er wird irgendwann wieder mit so einer Scheiße kommen. Und selbst wenn er dann wieder mit so einer Scheiße kommt und es kommt heraus, dass er da gelogen hat, werden trotzdem Leute sagen, ah ja, gut, jetzt hat er wieder gelogen, so, ach, ja, ist ja nicht schlimm so, ich werde ihn trotzdem weiterhin unterstützen. Das ist ja nur das Schlimmste, ne? Und ich finde, bei mir war es halt, wie schon gesagt, andersrum. Ich habe ja dazu mal eine Real-Life-Story gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal reingucken. Bei mir war es genau andersrum. Ich kann es zum Teil nachvollziehen, wenn man, also wie schon gesagt, ich kann es halt nur von einer anderen Sicht sagen, wenn man auf einmal vom Arzt dann die Meldung bekommen, naja, höchstens, es sieht so aus, dass das und das, weil bei mir kam noch dazu, muss ich dazu sagen, die Blutwerte haben nicht gestimmt, dann noch ein paar andere Dinge haben auch nicht gestimmt und es hat alles halt für den Arzt zumindest dafür gesprochen. Und und wenn man dann auf einmal so eine Diagnose bekommt und da bricht halt das Leben auf, einfach zusammen, so, weil da will man irgendwie, ja, bei mir war es halt so, man hat, wie sie, da verliert man vielleicht so ein bisschen die Kraft oder so, um was noch zu machen. Man hat auch ein bisschen Angst um die Zukunft, was passiert, was muss ich für Therapie noch auf mich nehmen. Aber ich wäre, wie schon gesagt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Video zu machen und zu sagen so, ey, yo, ich habe definitiv Krebs, das ist hundertprozentig bestätigt, so, tut mir jetzt leid, so, weil ich ganz genau weiß, dass es für die Leute, die wirklich Krebs haben oder andere schlimme Krankheiten haben, für die ist es eine absolute Klatsche. Für die Leute ist es eine absolute Klatsche. Wenn da sich einer hinstellt und sagt, ja, ich hab's gegoogelt halt, ne, und in Google stand, es ist Krebs, dann wird's Krebs sein. Und dann hast du Leute, die wirklich in der Palliativstation sterben und sich vorher das Video angucken und sich so denken, ja, super. Super, und dann kriegt er noch 80, dann würde er noch 80.000 bekommen, wenn er wirklich die, eine Bestätigung sich von Arzt holen kann. Also, oh, da krieg ich so einen Hals. Das ist genauso wie, aber das ist ein ganz anderes Thema, wenn man Menschen spendet, die im Monat 30, 40, 50.000 macht und draußen sterben Obdachlose im Winter. Also, das ist genauso schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich genauso schwierig. Genauso, aber ist ein anderes Thema. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst beim Kaiser Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.